Für viele große Leitindizes waren die vergangenen Monate äußerst gut. Allen voran der deutsche Leitindex oder auch in den USA. Etwas hinterher hinkt derzeit der österreichische Leitindex, der ATX. Und woran das liegt, das möchte ich heute mit meinem Gast Dr. Mirko Hecker von der Wolf & Hecker Finanzconsulting AG genauer erklären. Herr Hecker, ist vielleicht ein Grund die Krim-Krise, denn Österreich, nach wie vor viele österreichische Unternehmen sind sehr stark in Osteuropa involviert. Ist also die Krim-Krise ein Grund für das schwache Abschneiden des ATX? Also ganz sicher für das schwache Abschneiden jetzt in diesem Jahr, wenn man sich mal anschaut, der DAX hat von seinem diesjährigen Höchststand liegt etwa 2% unter dem Höchstkurs, der ATX 7% und hauptsächlich dafür verantwortlich ist natürlich die Krim-Krise. Man sieht es auch in den volkswirtschaftlichen Daten. Österreich hat ein Wachstum, eine Wachstumserwartung für 2014, die in etwa der der Deutschen entspricht. Für zentralen Osteuropa, also für den gesamten Region, den gesamten Bereich Osteuropa, rechnen die Volkswirte mit einem ähnlichen Wachstum um die 2%, vielleicht etwas darunter, allerdings mit sehr starken Unterschieden. Und da muss man leider sagen, jetzt durch die jüngsten Anpassungen der Schätzungen aufgrund der politischen Situation, die Ukraine deutlich negativ aufgrund der bekannten Gründe und Russland auch deutlich unter dem Niveau, was wir eigentlich zunächst in den vergangenen Jahren hier für die Zukunft gesehen hatten. Nicht jeder unserer Zuseher hat vielleicht ad hoc den ATX auf dem Schirm. Was sind denn so die charakteristischsten Merkmale des österreichischen Leitindex? Ja, zum einen, Sie haben es angesprochen, dass eben sehr viele der Unternehmen, die im ATX enthalten sind, eine sehr starke Ausrichtung ihres gesamten Geschäfts auf Zentral- und Osteuropa haben. Also der Exportanteil der Unternehmen in dieser Region ist extrem hoch. Das ist teilweise auch historisch so gewachsen. Nach dem Mauerfall Fall des Eisernen Vorhangs haben damals die österreichischen Unternehmen über einen Zeitraum von 10, 15 Jahren sehr stark davon auch profitieren können, haben ihr Geschäft wieder ausgebaut, haben sozusagen an die Zeiten der K&K-Zeit hier anknüpfen können. Davon haben sie jetzt viele Jahre auch sehr stark profitiert. Jetzt ist in den letzten Jahren durch die Finanz- und Wirtschaftskrise das Wachstum etwas zurückgegangen. Die Erwartungen sind etwas gedämpfter und insofern trifft es natürlich auch die österreichischen Unternehmen. Der ATX an sich ist etwas kleiner als der DAX. Wir haben hier nur 20 Werte enthalten. Die Marktkapitalisierung der Unternehmen ist tendenziell auch etwas kleiner als der in Deutschland. Aber die Sektoren sind sehr breit vertreten. Also wir haben eine breite Streuung hier. Das macht durchaus den ATX auch sehr interessant für Investments. Die Frage aller Fragen: Wie geht es weiter beim ATX? Ja, also ich denke mal, für den längerfristig orientierten Anleger, der Interesse hat, in Schwellenländer zu investieren, zentralen Osteuropa gilt nach wie vor als Schwellenmarkt, ist es ganz interessant, dass man eben nicht direkt in dieser Region investiert, sondern den Umweg geht über Österreich. Man hat also auf der einen Seite Unternehmen in einem Industrieland und investiert trotzdem oder partizipiert dann eben an den Entwicklungen dieser Schwellenmärkte. Also man hat sozusagen eine gewisse Risikobegrenzung nach unten und partizipiert an den Chancen nach oben. Ich denke mal, aufgrund der politischen Situation jetzt in jüngster Zeit, die Märkte haben sich ja bereits wieder deutlich erholt, bietet das niedrigere Einstiegsniveau durchaus ganz interessante Möglichkeiten. Wie attraktiv ist der ATX derzeit, insbesondere natürlich für Privatanleger? Ja, wie gesagt, also durch den Rückschlag, den wir jetzt hier kürzlich hatten, durchaus interessant. Wir gehen eher davon aus, dass sich dieser Bewertungsunterschied auch zum DAX, den wir jetzt schon seit einigen Jahren auch sehen, mittelfristig auch wieder etwas abbauen kann. Also wir sehen hier durchaus einen relativ guten Hebel. Für den Privatanleger interessant ist es sicherlich, hier weniger in Einzelwerte zu gehen. Das ist immer ein bisschen schwierig, wenn man ein komplettes Land hier abdecken möchte. Aber das kann man eben auch sehr gut über ETFs, die es auf den ATX auch tatsächlich gibt, dann eben machen und zur Beimischung insofern dann ganz interessant. Eine Einschätzung zum österreichischen Aktienmarkt von Dr. Mirko Hecker von der Wolf & Hecker Finanzconsulting AG. Vielen Dank für das Gespräch.